Hallo, es geht weiter. Ja, Entschuldigung für die häufigen Pausen, die Pausenhäufung, die Pausenhaufen. Entschuldigung für den Pausenhaufen hier am Ende des Streams, zu Ende des Spiels, aber wie gesagt, ich bin relativ fertig. Aber ihr seid cool und ja, Briefe schreibe ich morgen. Ich hab's verkackt, meine Freunde, ich hab's verkackt. Ich habe nämlich gerade nachgeguckt, was wir machen sollen, durch das schöne Video, das mir geschickt wurde, bei meinem Freund Badass Games, den ich nicht kenne und der nicht mein Freund ist, aber den ich immer als Bösarsch-Spieler bezeichne. Nur, ich hab's verkackt. Fakt ist auf jeden Fall, wir schauen einfach mal, ob man es trotzdem noch schaffen kann. So. Ich habe es probiert, nur ich habe es verkackt. Marco, du sollst doch deine Häufchen nicht immer auf der Pause machen. Ja, es tut mir ja leid, Mann. Wie bekomme ich von Marco Post? Das ist halt so ein Reward, den ich habe auf meiner Patreon-Seite tatsächlich, den man da wählen kann. Schlechter Po-Spiele. Schlechter Po-Spiele ist auch super, weil es halt noch verniedlichender ist. Aber ich finde halt Bösarsch-Spiele klingt irgendwie fieser. Und trotzdem super. So, sind jetzt an dieser Stelle. Noch kann ich das Level schaffen, okay. Warte erstmal die nächsten 5 Sekunden ab. Kopfsprung runter. Nein. Ich verstehe auf jeden Fall schon, warum sie das Level nicht ins Spiel genommen haben, weil es ist ja nicht mal fertig. Nach rechts zur Glaswand. Alles klar. Da ist die Glaswand. Ich denke mal, er meint, wenn ich auf der stehe rechts, also diese Glaswand da hinten. Wollte fragen, ob es sowas wie ein Endboss gibt und ob er stark ist. Quatsch, das hatte hiermit nichts zu tun. Lese ich da. Wir wollten ja sowieso hier speichern. Okay, wir speichern einfach und probieren es dann. Damit haben wir jetzt null Saves, muss ich nicht aufschreiben, ist irgendwie offensichtlich. Okay, daran kann sie sich schon mal nicht festhalten. Festhalten. Festhalten meine ich natürlich. Ah. Geht das vielleicht ohne Schaden? Vermute nicht. Okay, und da ist auch direkt. Veradil. Tja, wenn man genau in der falschen Sekunde wegguckt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Hier in das Loch. Ja, da war ich gerade. Jetzt haben wir eine Tür geöffnet. Ich habe leider genau dann weggeguckt. War einfach super. Weil das Level so übersichtlich ist auch. Brauche ich nicht. Die Vorschau. Wenn du auf dem Sims zur Glaswand sprintest, kriegt man keinen Force Damage. Sowas dachte ich mir. Leider habe ich danach gespeichert. Ich habe danach nicht gespeichert. Wir laden das einfach mal und machen es kurz ohne Schaden. Warte mal, das hier könnte klappen. Ja, okay. Das war ohne Schaden. Das war schon mal sehr gut. Jetzt einfach hier rüber und das Loch. So, jetzt kannst du dich am Ende des Geländers nach unten lassen. Alles klar, das wusste ich auch nicht. Habe ich mir. Es ist immer schwierig, ein komplett neues Tomb Raider Level. Also, ich kenne das Gefühl ja gar nicht mehr. Ich habe sie ja alle gespielt. Mehrmals. Und es ist immer schwierig, ein komplett neues Tomb Raider Level erstmal zu begreifen und dann auch noch so ein unfertiges, unübersichtliches.
Gut, aktuell sieht man vielleicht nicht, dass es unfertig ist. Das wirkt sich nicht negativ aus. Aber unübersichtlich ist es doch, denke ich mal, weitläufig. Oh, kein Christ, das ist cool. So, also, ich würde ja jetzt vermuten. Dann um die Ecke. Scheiße. Man kann ja gar nicht um die Ecke. Ah, ihr habt verkackt. Das Level ist fertiger als AOD. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich bin auch fertiger als AOD gerade. Dann machen wir jetzt anders. Okay, das war eine Luke oben am Ende einer Leiter. Warum eigentlich diese Musik an dieser Stelle? Ja, also vom Visuellen her ist es ja etwas, was man in der Form viele der Texturen gar nicht in Tomb Raider 3 gesehen hat. Aber das Le Problem ist. Le Problem? Welches Problem eigentlich? Es gibt kein Problem. Das Problem ist halt, dass es nicht fertig wurde, letzten Endes. Schade eigentlich. Ich hätte es gemocht, wenn das Spiel noch länger gewesen wäre. Mit leichteren Leveln. Wenn sie jetzt noch ein schweres Level hinzugefügt hätten. Ah, ich weiß nicht. So, da kann man jetzt bis zum Ende hangeln. Okay. Ich hätte übrigens nie gedacht, dass ich dieses Level mal wirklich spiele. Also nachdem mich irgendwas davon abgehalten hat, es nach dem letzten Let's Play zu spielen. Keine Ahnung, warum es nicht fertig wurde. Möglicherweise haben sie es auch einfach rausgekürzt, weil sie es unpassend fanden. Nur den Schlüssel findet man ja im Spiel und als Secret tatsächlich. Und man beendet ja auch das erste London-Level. Tatsächlich auf dieser Kathedrale natürlich. Verlangene. Schön. Ach, shit. Okay. So, da war das. EA würde 15 verlangen. 15? Wäre das Spiel. Ach so, jetzt verstehe ich. Wäre das Spiel von EA, würden sie hierfür sogar noch Geld verlangen. Vermutlich. Wobei, ich weiß nicht. Vermutlich. Vermutlich, ja. So, nochmal. Aber wirklich lang war das nicht, was wir verloren haben. Okay, nochmal.
Ich nehme meine Aussage darüber zurück, dass das Level kurz ist. Ich hätte es vermutlich besser vorher eingeübt. Sterbi! Ja, hier sehen Sie nochmal ganz viel Sterbi, meine Damen und Herren. Der Sterbi-Community. Sterbi-Schinken. Ich sehe gerade, du verlierst deine Konzentration. Was erwartest du um 22.27 Uhr am vierten Streamtag? Marco, der Anfang des Levels war so schön. Kannst du dich doch mal zeigen? Ach, ich weiß nicht. Ich hab das oft genug gesehen. Wie heißt eigentlich das Level? Ganzen. Tschüss, Undercover Keks. Gute Nacht. Leide und Sterbi, schreibt Sayuri direkt. Hier war es nach rechts und dann runter. Wenn man das Level zum ersten Mal spielt, ist es normal, dass man so lang braucht. Ich musste mich damals auch erst zurechtfinden. Es ist sehr verwirrend. Es ist schon verwirrend, oder? Also, da gebt ihr mir hoffentlich recht. Es ist nicht ein Level, wo man irgendwie, dass man irgendwie betritt und wo man direkt sieht, ah, darum geht es. Das wollen sie von mir in etwa. Es ist schon eher verwirrend. Gute Nacht, Undercover Keks. Und Dankeschön. Sterbinator 2, Tag der Schinkenrechnung. Ich hab immer recht, schreibt Sayuri. Sayuri, Sayuri, sie hat immer recht. Jetzt sollten wir praktisch wieder hoch zum Anfang des Levels. Nicht zum Anfang des Levels, sondern zur ersten Schinkenwand. All Hallows ist sehr übersichtlich, genau wie Altwitch. Besser als diese neuen Tomb Raider-Teile, wo alles so hoch aufgelöst ist. Also, ich sag mal nichts. Ich frag mich gerade, ob die Hölle behindertengerecht ist. Warum? Also, obwohl, wär schon doof, wenn nicht, ne? Fällt mir so auf. Love is an elevator. Die Liebe ist ein Aufzug. Komischer Spruch, definitiv. So, hier soll etwas sein, wo man sich kann... Ja, genau. Ja. Ich verstehe. Ausgezeichnet. Das ist übrigens wirklich schon die Hälfte des Levels, zumindest zeitlich gesehen. Ach so, das hier ist die Hälfte. Marco, dein Gay-Akzent ist sehr ausgereift und verwendest diesen auch scheinbar unbewusst sehr häufig. Bist du häufiger unter warmen Brüdern? Ja, ich war mal zu Besuch bei Cortisal und da machen die jetzt alles so. Gute Nacht, Juli. Mein eigenes Lied, komponiert von Marco Korn, aka Tales Gaming, und gesungen von Marco Korn. Aka Tales Gaming. Einfach. Immer wenn ich meinen eigenen Namen sage. Ja, der Stream ist Open End. Noch. Noch ist das Ende offen. Nur ich denke mal, das Ende wird darin bestehen, dass wir die Challenge schaffen. So richtig endgültig. Adam sucht Eva oder Marco? War das lustig, ja. Ich persönlich finde Markus eigentlich generell, kann man immer machen.
Der Speedrun-Rekord liegt übrigens bei 2 Minuten 34. Okay, er brennt circa eine Minute lang und hat am Ende 25 Medipacks verbraucht, aber es zählt. Das ist auch so super. Solche Level, wie zum Beispiel auch das fünfte Level, glaube ich, in Tomb Raider 2, die man, wo man das ganze Level eigentlich ignorieren kann, wenn man genug Medpacks hat. Das finde ich immer total toll. Ist natürlich auch irgendwie witzlos. Adam sucht Marco. Och nee, nicht schon wieder der Adam. Scheiße. Marco, machst du auch irgendwann mal Speedruns? Ich glaube, die Zeit ist für mich vorbei. Ich habe ja, wie gesagt, damit angefangen 2008 und... Nur bei Tomb Raider Anniversary eigentlich wirklich irgendwas erreicht. Erreicht im Sinne von, es sah gut aus. Nur, man ist halt wirklich nach kurzer Zeit völlig aus der Übung. Der älteste Save von Kein Chris von AOD ist aus dem Jahr 2004. Das ist verrückt. Wie gesagt, ich bin einfach... Ich habe einfach überhaupt keinen Bezug mehr zu Speedruns. Es sah gut aus, nur war es nicht schnell. Wie gesagt, Eod, es war halt auch relativ schnell, nur nicht Weltrekord und... Also weit davon entfernt. Gut, bist du auf das dritte Level von Anniversary, was? Aber das zählt nicht. Das zählt halt einfach nicht. Was? Wir haben doch... extra die Klappe hier geöffnet. Hebel vergessen? Anscheinend. Na super. Ich bin so dumm. Ich komm da hoch. Oh, Hebel vergessen. Ach, der Hebel ist ja dann unten. Das heißt, wir gehen einfach auf dem schnellsten Weg nach unten. Ja. Tomb Raider ist wie Fahrradfahren. Petruschka, hast du das gerade wirklich geschrieben? Bei mir. Tomb Raider ist wie Fahrradfahren. Weißt du, was das für mich bedeutet? Man klingelt und knallt in einen Baum, weil er nicht rübergegangen ist. Hm, ja, das stimmt, Big Boss. Ich hatte mal Crashes und Fails. Ich hatte mal so eine Stunt-Serie... In Anführungszeichen, es ging eigentlich nur darum, dass es lustig aussieht, zu GTA 4 gemacht. Marco, sind die Kornkreise von dir? Ist jetzt bisschen Frage, finde ich zu privat. Stell sie jemand anderem. Tomb Raider ist wie Fahrradfahren. Es bricht dir beide Beine. Und dein Fahrrad. Tomb Raider ist wie Fahrradfahren. Wenn der Absender keinen Skill hat, sieht es scheiße aus. Ach, Eod. Ich weiß, aber dafür bin ich ja da, wenn du es halt nicht kannst. Marco, pass auf, ein wildes Lara hangelt sich. So, diesmal vergessen wir diesen verdammten Hebel nicht. Dankeschön. Marco wollte mit dem Fahrrad eigentlich nur eine Karriere als Förster anstreben. Ja, kann man machen. Komm Marco, lass uns bowlen gehen. Wieso das denn? Solche Stellen baue ich auch immer in meine Kirchen ein.
Es ist schon reichlich random, was hier abgeht, oder? Ich meine, das soll eine Kirche sein? Was? Warum? Marco mit Axt und Holzfällerhemd. Tschüss, hallo. Hallo, Pavavoko. Ich sag schon tschüss. Kennt ihr das? Leute sagen, ihr sagt hallo zu jemandem und er sagt tschüss, geh mal besser weg. Marco, wen magst du mehr? Marco Core Design oder Crystal Dynamics? CD. Kapi Pefpef, was hat er geschrieben? Als Förster den Force Damage verteilen. Okay, über der Seilrutsche ist ein Schlüssel, den ich brauche. Ja, Pavavoke, ich hab mich verlesen, beziehungsweise besser gesagt. Bin halt ein Noob. Lesen und spielen gleichzeitig kann ich nicht. Ah, warte mal, hätte ich da nicht einfach, ja. Okay. Oh, zum Hinende wieder geschafft, was? Kapi Puff Puff, yay. Kapi Pev Pev, lese ich immer. Beim Seilrutschen früher loslassen, weil sonst stirbst du. Ist ein Argument. Okay. Der Schlüssel. Vault Key. Wieso hast du nur 3 Infada-Artefakte? Komische Lara. Okay, kurz vor der Schräge loslassen. Muss das jetzt natürlich blind probieren praktisch. Ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht. Okay, ich hoffe mal, das war so richtig. Was ist denn da? Also, wohin führt denn das? Ach so, von Roman Belic. Belic. Muss ich jetzt die Schräge runter? In die Nische springen. Okay, nicht die Schräge runter. Das führt zu Sterbi. Ich hoffe mal, die Nische ist richtig. Okay, die Schräge führt wie in der Innenstadt in die ewige Tiefe. Warum auch immer die in der Kirche eine Schräge haben zur Hölle hin? Das ist irgendwie, naja. Aerophil, Tomb Raider Anniversary mit verbundenen Augen und Mata sagt auf Russisch, wo es lang geht. Das ist ein Vorschlag, es ist nur so random. Mata sagt auf Russisch, wo es lang geht. Wo kommt das denn her? Das ist der Mata-Weg, also für die Göttlösen. So, es gibt 3 Gegner im Level. Lara ist einer von ihnen. Um die anderen beiden würde ich mir Sorgen machen. Ach, ihr seid doch scheiße. Core Design. So baut man Kirchen in England. Ja, echt jetzt.
Gut, das Level scheint nicht wirklich machbar, um ehrlich zu sein. Meine, ich kann es versuchen, aber das, was da gerade an erzwungenem Schaden reinkam. Nein, Eert, ich werde. Ich werde nicht am Ende der Challenge auf die Challenge scheißen. Ist das dein Ernst? Also ich werde es zumindest versuchen. Da ist man mal eine Woche nicht da und schon ist das Spiel durch. Schade. War mir nicht vor einer Woche noch vor gerade mal ein Level vor diesem. Habt ihr bei AOD auch gemacht? Ja, aber das war eine andere Form von Challenge. Bei dem Hebel jetzt kann man an der Wand daneben klettern. Okay. Stimmt. Cool. Dankeschön. Wie tief kann man? Anscheinend bis zum Boden. Okay. Damit ist jetzt offensichtlich, damit habe ich weniger Leben verloren. Viel weniger. So könnte es funktionieren. Auf die Challenge-Scheißer werden gebannt. True Story, Bro. Nein, eigentlich nicht. Ach, ich hab's verkackt. Dachte, ich hätte dich vorher in der Antarktis gesehen. Hast du was in London vergessen? Sehr witzig. Wir sind nicht in London. Also schon irgendwie, aber das hier ist das Zusatzlevel All Hallows. Das kommt, wenn man das Spiel mit allen Secrets abschließt. Ja, Schalter unten, Eort. Ich weiß, ich bin döf. Du brennst später dann nur ganz kurz, wenn überhaupt, und lässt dich ins Wasser fallen. Das klingt irgendwie verrückt. Tschüss, Herr Fehner. Oder Tana oder was auch immer. Und hallo, Inkwoman. Blöd und dumm, sagt Eort. So ein Idiot. Es funktioniert nicht. Es klingt nicht gut. Lassen wir es. Marco, du bist blöd und dümm. Marco, du bist nicht doof. Nur inkompetent. Yay. Mensch, schön, dass um die Zeit noch ein paar Leutchen kommen. Ja, ist wirklich schön. Es ist halt. Die Zuschauer des Let's Plays werden das ja gar nicht wissen, aber es ist halt gerade echt schon spät und. Naja. Du hast es bestimmt schon mal gesagt, aber was ist denn mit der Erweiterung von Tomb Raider 3? Die habe ich erstmal nicht vor. Weil die mochte ich nicht so. Also, ich fand das Add-on Golden Mask zu Tomb Raider 2 super. Auch jetzt, nachdem wir es nochmal gespielt haben, ich hatte so ähnlich in Erinnerung. Aber die Add-ons zu Tomb Raider 1 und 3 leider nicht so. Rechts hangeln und erst dann weiter hangeln, wenn der Stift sich entflammt hat. Okay. Addon gehört zur Challenge. Nein, ich bestimme, was zur Challenge gehört, Altwitch-Fan. Und das Addon gehört nicht zur Challenge.
Morgen ist frei, es ist Tag der deutschen Einheit. Ach so, das ist morgen. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, was wollen die alle? Nein, Quatsch. Was ist bei deutscher Einheit passiert dann? Einheit Deutschland ist mein Lieblingsfußballverein. Der fängt an zu brennen und brennt dann nochmal weiter. Okay. Ja, Eort, jetzt, genau in dem Moment, bereue ich den Safe aus Nevada fast am meisten. Fast. Es war aber schon mal schlimmer. Es gab da dieses, vor langer, langer Zeit, diese Stadt Tenos ohne Innos. Tönes. Stadt Tönes ohne Innes. Innes. Klingt auch doof. Und die war schlimmer. Marco, dass du heute verpeilt bist, wissen wir schon. Ja, ich auch. Ich hab davon gehört. So, der Stift soll sich entflammt haben. Petruschka, ich dachte das tatsächlich auch. Ich war schon in Aufregung darüber, so nach dem Motto, wir brauchen, naja, ein Lara Croft-Kostüm. Aber es dauert ja noch. Brenne. Petruschka, ich habe keine Ahnung, warum wir gestorben sind. Wir haben anscheinend irgendwie Schaden bekommen durch Leben. Leben, Strafsterben. Ich glaube unter anderem, deswegen ist das Level nicht im fertigen Spiel. Es kann gut sein. Ach, shit. Nein, Aerophil. Ich habe nicht einfach so geladen. Sie war halt tot und hing dann aber tot noch endlos an der Decke irgendwie. Ja, das Feuer macht auf dem gesamten Block Schaden, aber am Rand fängt man nicht an zu brennen. Deshalb sind wir gestorben, haben uns aber gewundert, warum wir denn nicht brennen und warum wir tot sind. Auch so ein Satz. Oh, komm schon. Schlimmer als Tenos, Madubo und Latz geht zusammen. Ach, ich weiß nicht. Lara lässt nicht los, auch wenn sie eigentlich tot ist. Lara ist einfach... Wenn die eine Sache anfängt, bringt die auch zu Ende. Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, oh Vater der Großzügigkeit. Papa Woke bot 3 Euro da und schrieb Hashtag Strafspenden, weil ich vergessen habe, dass morgen Feiertag ist. Party! Ja, ich glaube, wenn morgen kein Feiertag wäre, würde ich dann wahrscheinlich... Also erstmal vielen, vielen Dank, Papa Woke. Ich glaube, wenn morgen kein Feiertag wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so genau hingucken und vielleicht versehentlich auf die Speichertaste rutschen. Aber... So, können wir es schaffen.
Und Menzi, das ist es halt. Es ist nur ein Secret-Level, aber es ist ein Level des Spiels. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber eigentlich hast du halt recht, nur irgendwie auch nicht. Die Zuschauer betteln Marco an, dass er einfach so speichern soll. Sie leiden mehr als Marco. Ja, das ist es nämlich. Jetzt sagt ihr auch. Ja, aber du hast die Challenge gar nicht richtig beendet, weil du All Hallows einfach so gespeichert hast. Ja. So wird es laufen. Der miese Plan. Das ist immer dieselbe Scheiße. Und jetzt tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, was ich meine. Ihr sagt jetzt die ganze Zeit, ja, Junge, kannst speichern, was kostet die Welt. Aber sobald ich speichere, in der Sekunde, obwohl das durch Delay eigentlich gar nicht gehen dürfte, aber in der Sekunde schreibt jemand, so, Challenge verloren. Nochmal von vorne anfangen, sonst gilt das nicht. Eigentlich kurz. Lang. Ich meine... Okay. Wie weit ist das Level? Eigentlich kurz. Und wie weit bist du? Lang. Wieso habe ich mich jetzt mit der höheren Stimme gesprochen und Mata mit der tieferen? Psychology. Ja, Junge, kannst speichern. Was kostet die Welt? Schreibt Mainz. So, Challenge verloren, nochmal von vorne anfangen, sonst gilt das nicht. Ihr seid die Besten, Mann. Ihr seid die Besten. Lara aber nicht. Aber ihr, aber nicht Lara. Nicht Lara. Aber ihr. Zimtstein. Vorne kurz, hinten lang. Was? Ja, das ist diese Challenge zusammengefasst in der Tat eigentlich. So. Also, ich verstehe es jetzt nicht. Hangel dich einfach am Rand ganz durch. Ich glaube, das ist am sichersten. Okay. Am Rand ganz durchhangeln. Klingt vernünftig. Ey, steck nicht in der Wand, Mann! Ich steck nicht in der Wand, Mann. Das ist jetzt irgendwie scheiße, ne? Dass da Feuer ist und so. Unter uns direkt. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Nicht so weit hangeln, okay. Mach ich das mal nicht hier fallen lassen einfach? Was sonst? Oh, bitte, bitte. Ah ne, hier endet doch noch gar nicht das. Nein! Ich hab mich schon gefragt, woher kommt denn das Geräusch? Oh. Shit! Ich werde noch verrückt in diesem Level. Was ist das denn für ein Level? Okay, ich kann mich schwer beschweren, weil sie haben es nicht drin. Bin ich tot? Ich bin tot. Ich glaube, wenn man stirbt, tot, Mann. Ich glaube, wenn man tot stirbt, man. So. Wenn man tot stirbt, man. Nein. Wenn man tot stirbt, man. Ja, komm, sagen. Ach, man. Bum, bum, bum. Stumpy wants you in his room. Come on, baby. Ich hab's gewusst. Aber keine Sorge, Marco. Danach kommt nur noch die Unterwasserpassage. Ist das dein Ernst, eine Unterwasserpassage haben? Passage? Die haben eine Unterwasserpassage hier?
Das heißt ab jetzt Pissage. Das ist jetzt der offizielle Wort. Für den Unterwasser. Der offizielle Wort für den Unterwasser. Ihr habt gehört, jemand hier mag mir was zu essen machen. Marco, speichern, 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 speichern. Nein. Einfach nur nein. Okay, Unterwasserpassage ist nur ganz kurz und nicht schwer. Also wie dieses Level hier. Ach, danach kommt nur noch eine Stelle, wo du aus dem Wasser musst und währenddessen jemand auf dich schießt. Erz. So sad. So sad. Sadko. Bin jetzt Sadko. Meine, wir können natürlich den Speicherkristall aus Laras Mansion holen. Was ist das jetzt eigentlich für ein abgefuckter Vorschlag? Vergesst es. Geht halt leider auch nicht, weil man dieses Level nicht wählen kann, wenn man es nicht direkt nach dem Hauptspiel spielt. Ich mag es halt nicht. Frikadellen sind widerlich. Wieso mache ich das? Keine Ahnung. Wenn ein Knub kommt, einfach Dreieck drücken und xen, xen, xen. Hallo Usagi-chan 0. Warte mal. Wir streamen seit 17 Uhr. Krass. Die ist halt schon wieder 6 Stunden sind. Ich glaube es nicht. Okay, der Hebel kann ich noch nicht betätigen. Will ich eine Endlosschleife starten? Wir waren schon mal dort. Okay, also. Hi Marco. Hi Usagi. Chan. Gut, laufen wir die Runde nochmal. Es tut mir leid, Eod. Ich hab's vergessen, Mann. Hätte ja sein können, dass ich das schon noch nicht gemacht hab. Hätte ja sein können. Wir haben ja Zeit, Mann. Wir haben ja Zeit. Zeit. Marco XXX. XDDDDD. 24 Stunden Stream, ja, das könnte es noch werden. Aber ich würde sagen, wenn es in den nächsten paar Versuchen nicht funktioniert, dann werden wir das erst beim nächsten Stream fortsetzen. Nur dort schaffen wir es auf jeden Fall. Marco, trink Kakao und ess Schinken, dann bist du schön konzentriert. Ich weiß nicht. Marco, ich hab den Anfang vom Stream verpasst. Kannst du den nochmal spielen? Sag mal, spinnst du? Spinnst du? Ich frag ja nur. Nein, Eod, kein eigener Stream, nur für das Level. Nee, es ist eigentlich Schwachsinn. Wir machen es einfach heute. Heute ist nur noch eine Stunde. Dann machen wir es diese Woche. Nein, dann... Mann, wieso ist das alles scheiße? Okay, Konzentration, Begeisterung. Wir schaffen das. Inkwum möchte sich als Tante bewerben. Was? Wie ist das passiert? Wir haben doch Zeit, Menschenskinners.
Ja, nun, ich will's aber heute noch beenden. Damit nicht jemand kommt, hey, du hast gesagt, heute beenden. Was kommt? Du hast gesagt. Ja, aber wer will denn kommen, wenn ich das Spiel erfolgreich beende? Heute. Ja. Du hast gesagt. Nein. Doch, natürlich werden sie das sagen. Nein, meine Zuschauer sind gewissenhafte, intelligente und vor allem freundliche Menschen. Ich weiß, wie steht für Audi. Nun, ich äußere mich dazu mal nicht. Also, hier ist der Schinkenklopfer, also leise. Okay, hier wird gleich einer auf uns schießen. Scheiße. Nee, schieße. Das ist die denkbar dämlichste Waffe für diese Szene, denke ich. Ach, hier schießt gar keiner. Ach, hoch oder... Wie er noch lebt. Ja, Weide ungefähr. Ist ein fairer Deal, oder? Ihr habt Boten-Euro da. Danke, dass du morgen einen extra Feiertagsstream machst. Alter! Entschuldigung, alles gut. Erst nach der Unterwasserpassage schießt einer. Ach, die kommt ja auch noch, stimmt. Ein Hund und ein Wachmann. Hier habe ich ja super ausgerüstet. Böse Falltür nach der Leiter. Okay, ich sehe sie schon von unten. Marthas Toast ist verbrannt. Die Welt ist schlecht. Echt jetzt? Wie wir halt einfach wieder zurück im Hauptraum sind. Ah. Fallen lassen? Ist das tief genug? Also, das Wasser meine ich, ist das Wasser tief genug? Ich hau mich, glaube ich, lieber mal kurz um. Vielleicht finde ich ja sogar Ammo. Nee, aber wir müssen uns hier reinfallen lassen. Alles andere ist irgendwie sinnlos. Okay, ist die Unterwasserpassage oder was? Oder wie oder wer? Bist du eigentlich? Schlüsselloch. Ach Mann. Ich darf nicht mehr speichern, Big Boss. Ich hätte mir in der Antarktis echt einen Safe aufbewahren sollen. Oh, da so ein schönes Medipack jetzt. Oh. Okay, und hier beim Raus... wird dann wahrscheinlich der böse Stelle sein. Verstehe schon. Shit. Thank you.
Okay, nicht versehentlich zurückschwimmen. Gut, hätte ich den Tipp gelesen, dann... Ach, scheiße. Links. Tja, ich glaube, die können wir nicht mehr töten, oder? Mich? Nein, die Gegner da. Nicht dich. Ja, also, Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Ja, wie auch. Heiland Sack. Naja, Fakt ist, du kannst ohne Schaden am Unterwasserstampfer vorbei, das stimmt. Aber ich glaube, ein Treffer von denen macht mir mehr Schaden, als ich dann an Leben übrig hätte. Alles, was ich bräuchte, wäre eine Granate oder eine Rakete. Also, die Diegel, scheiß auf die Diegel, eine Granate und wir hätten überhaupt kein Problem mit dem Typen. Zockst du noch so lange, dass ich eine Pizza in den Ofen schieben kann? Alleine essen ist langweilig ohne Stream. Oh, Omi Old ist wieder ganz lieb direkt. Ich glaube, oben lag noch Munition, aber weiß nicht mehr für welche Waffe. Vielleicht wäre dafür die Uzi-Munition noch besser gewesen. Die hättest du ja bekommen. Zwei Deals. Zurück ins letzte. So. Zurück ins letzte Level, nur für zwei Deagle-Schuss. Ach, du Och, da liegt nur eine Granate. Wir brauchen keine Granaten. Scheiße, Carpi. Ja, diese Granate hätte alles geändert. Mit dieser Granate wäre das hier überhaupt kein Problem. Scheiße. Es ist immer dieselbe Scheiße, die mir passiert. Es ist immer ein Mann, ein Leuchtturm. Nein, es ist immer... Ich gucke halt nach links und Drachenlord guckt mich erstmal an mit dem Video. Kein Strom mehr. Oh Mann. Wollen wir mal gucken, was der so macht? Ja, Okay. Ach Mann, wie ich es halt verkackt habe. Ein Mann, ein Leuchtturm. Kam ein Beach. Beach? Beach Volleyball. Ja, wofür ist das hier eigentlich? Weil was wir natürlich machen können, ist dieses Level hier neu starten und nicht vor dem Runterfallen speichern. Ich meine, die Passage hier kriege ich ja offenkundig. Das war jetzt nur zum Versuch. Die Passage kriege ich ja offensichtlich ganz gut. Ich mache das, ich ziehe das knallhart durch. Und ich kann aber auch verstehen, wenn jemand keinen Bock auf die Scheiße hat. Nur ich habe halt leider auch keinen Bock, die Challenge jetzt aufzugeben, wo wir wirklich so kurz vor dem Ende sind. Das wäre eigentlich sehr, sehr schade. Im Grunde genommen. Ich meine, im Grunde genommen ist dieser Abschnitt hier nicht lang.
Wenn wir dann auch noch den Trick von Bösarsch-Spiele hinkriegen, von Badass Games, dann... Und hier gibt es auch noch Uzi-Munition. Also im Prinzip, Herr Müller, im Prinzip spricht alles dafür. Links bei der ersten Schräge hoch und nochmal hoch. Ja, stimmt, da war Muni. Gäbe es nur in dem Level eine Granate? Kann irgendjemand kurz... Was machst du, wenn es wirklich unmöglich ist? Es ist eigentlich nie unmöglich, von Gegnern keinen Schaden zu bekommen, glaube ich. Ja, die MP5 ist für einen engen Raum zu umständlich. Das ist halt mein Hauptproblem. Es wäre halt tatsächlich... Wenn es in dem Level noch eine Granate gäbe, wäre das der Instant Win. Aber es gibt wohl keine. Oder eine Rakete natürlich. Was ist? Mata lacht beim Drachenlord rum. Nur Uzi-Munition in dem Level. Schade. Naja, macht's nicht wirklich einfacher. Hätte ich doch diese scheiß Granate im letzten Level mitgenommen. Freta Croft, ein kostenloser Save ist indiskutabel, selbst wenn es einen Strawpoll gäbe und 1000 Leute dafür stimmen und keiner dagegen. Es gäbe keinen kostenlosen Save. Es ist eine Sache des Prinzips und so, Alter. Hast du schon mal gehört? Nicht mal Mata schaut mir hier zu. Ach ja. Und was ist mit den 10 Flaschen Wein? Hast du die etwa vergessen? Du schaffst das, Marco. Glaub an dich. Sagt der gute Arkos. Dankeschön, Arkos. Hast du mir hier Granate geben können? Nein, dankeschön, Arkos. So, wir haben den Speicherkristall. Wir haben nicht gesterbt, nicht gespeichert. Bösarsch-Spiele, bitte rette mich. Shit. Es hat schon wieder nicht funktioniert. Naja. Macht die Situation nicht wirklich schwieriger. Das Level gehört zu den Leveln. Also ich habe nirgendwo mehr Force Damage, mehr erzwungenen Schaden bekommen als hier. So früh. Vor allem so früh. Ich wäre für eine kostenlose Einlieferung in die Psychiatrie. Ich meine, nach dem Stream muss Marco auch total verrückt sein. Das kann sogar sein. Nichts anderes erklärt das hier. Granaten kaufen? Mata guckt, wo man im Internet Granaten kaufen kann. Da muss ich leider ins Deep Web. Oder bei Steam. Nein. Wenn du jetzt unten beim Glasfenster bist, in dem anderen Loch ein Mepack und Uzi-Clips. Okay, dankeschön, Petruschka. Wie war's nochmal? Perutschka, ne? Perutschka hatte ich dich hier. Wir hatten noch 10 Schinken ausgemacht. Komm wieder, wenn du genug zusammen hast. Unnötiger Diegelschuss, Boot, 1 Euro da. Hey, du hast mich beim Endkampf verbraucht. Bisschen traurig? Ach Leute, ihr könnt... Na, ihr habt so viel Salz in eurer Seele. Du hast jetzt 0 von 2 Uzi-Clips eingesammelt. Gut. Petruschka, ich dachte unten... Diese Theorie wird in der Wissenschaft allerdings eher belächelt.
Och nee, jetzt fängt der Salz an. Der Salz fängt an. Wie viel Schuss hast du eigentlich noch von ihrer Waffe? Ich hab... Am meisten habe ich gesammelt für die Pistolen. Da habe ich unendlich. Einen Shotgun... Da fragst du was. Einen Shotgun-Schuss. 17 Harpunen. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass der Hund durch einen Shotgun-Schuss one-hitted wird. Der Typ ist ein Fernkämpfer und ich kann mich halt um ihn herumrollen. Das ist meine Taktik. Hört sich toll an, oder? Ich roll mich... Jemand will auf dich schießen. Er hat ein Maschinengewehr. Ich roll mich einfach um ihn herum. Das ist meine Taktik. Das ist alles, was ich vorzuweisen habe. Töte die Gegner auch einfach, während du im Wasser bist mit der Harpune. Ja, wenn... Wäre es nur der Hund, dann ginge das sogar. So. Nicht schon wieder irgendwas verkacken, sinnloserweise? Die Wache aus dem Wasser raus mit Harpunen. Die Sache ist, wir verlagern ja jetzt unseren Safe. Mein Gedanke dahinter ist, dass ich dann mehr ausprobieren kann. Ja, wie gesagt, wäre es nur der Typ, wäre die gesamte Passage halt überhaupt kein Problem. Weil Fernkämpfer kann man... Geh mit Nadja nach oben. Wenn man... Viel Spaß. Nach Fragen, ob... Ist das... War. Hast du dich vielleicht in der Kommastelle gehört, Ink Woman? Ich bin gerade ein bisschen... Ich lese mal vor, ich glaube, das macht man jetzt nach Einsatzprotokoll. Inkwoman hat geschrieben, damit sich das ständige Wiederholen auch lohnt. Waren das gerade Pfund? Ich glaube, das waren Yen. Nee, da steht halt wirklich ein Eurozeichen. Hallo, Inkwoman. Nein, das passt. Die Hexe schreibt, wieso nicht 120 Euro? Alter! Danke, Inkwoman. Dankeschön. Oh, das ist Mata, voll lieb. Mata lehnt sich an meine Schulter. Ja, weil du jetzt Geld hast. Was? Dankeschön, Inkwoman. Vielen Dank. Schinkwoman. Vor allem die Sache ist halt, man erwartet so eine 1-Euro-Spende, ne? Weil die letzten waren ja auch so. Dann plötzlich BAM! Nein, ich habe gar nichts mehr erwartet. Ich dachte halt, ich werd gerade voll gehatet, weil ich dieses Prinzip hier so durchziehe. Ich meine, erwartet wegen Frauen. Hat es halt nicht gesehen. Ach, geh mit Nadja nach oben. Nein, ich höre immer nur das Död. Död. Halt. Ihr seid ver... Also, Inkwoman, vielen Dank. Vielen Dank. Krass. Hui, Schlüssel holen. Mata wird wieder geldgeil. Wo kommt das denn jetzt her? Du musst die Markus Special Move Over 9000 Pro Gamer Schinken Spezialtaste drücken. Dann klappt das schon. Wie viel war das jetzt dann insgesamt? 100. Ja, minus 6 halt. 100. 185, das ist verrückt. Wieso? Achso, ja, wenn man 24, ja klar. Achso, von gestern noch, ja klar.
185 waren es als Antwort auf Pavavoke. Verrückt. Einfach verrückt. Okay, ich werde dann mal meiner Pflicht aber auch gerecht werden und trotzdem weiterspielen und vielleicht sogar schaffen. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Wir sind jetzt sehr weit und haben nicht gespeichert. Also ich finde, von 100 Euro kann ich mir auch einen Speicherkristall kaufen. Quatsch. Alter. Was ist mit Drachenlord? Er hat keinen Strom, weißt du? Drachenlord hat keinen Strom und wir kriegen 100 Euro Spende. Ja gut, aber warum vergleichst du uns mit Drachenlord? Wir machen ein bisschen anderen Content. Ja, arme Kinder haben auch nichts zu essen in der dritten Welt drin. Ja, vor der Feuerfall... auf jeden Fall nochmal vielen Dank, Inkwoman. Werde in meinem Kopfuniversum, cooles Wort, fast wie Gedächtnispalast, eine Superheldin erzeugen. Sie heißt Schinkwoman und sie beschützt das Schinkenimperium. Und hier speichern wir. Auch das beschützt das Schinkenimperium, wenn man so will. Ja, der ist jetzt unnötig, ne? Kann man es als Prostitution werten, wenn Marco jetzt nur wegen der Geldspende das Ganze jetzt durchzieht? Morgenmuffel, da ist es. Morgenmuffel, ich hatte von Anfang an vor, das Ganze durchzuziehen. Cool. Lara offenbar nicht. Schinkwoman-Hype. Kein Kristall, Speicherkristall kostet 200. Sag mal, kein Chris, wieso sollte ich denn bei dir einen Speicherkristall erwerben? Da weiß ich doch gar nicht, ob die von erstklassiger Qualität... Ihr habt schon wieder getan. Ist aber nicht schlimm, zum Glück. Das Speichern hat sich gelohnt, ja, Rosilana, ist echt so. Aber das hat, glaube ich, auch schon jeder erwarten können. Wer hier nicht speichert, der hat dann keinen Save. Also das klingt logisch erstmal. Okay, wenn wir getroffen worden, nicht schlimm. Probier mal was. Kopfuniversum ist super. Die Spende war... Schinkwoman nenne ich sie jetzt schon offiziell. Nein, ich bin dumm. Inkwoman schreibt, die Spende war nur, damit ich es schaffe, in der Zeit meine Pizza zu essen. Ja, dann... Keine Ahnung, ein Hoch auf die Pizza, was? Wenn du mehr Leben brauchst, es gibt einen Trick. Ja, das Spiel beenden, ne? Okay, so haben wir es geschafft. Bei Amazon gibt es einen echten Speicherkristall. Wie cool wäre eigentlich ein Speicherkristall? Ja gut, aber die sind ja im Grunde genommen nur das Sims-Symbol. Umgekehrt eigentlich, aber man würde es damit verwechseln. Erst hat Marco die gleiche Tastatur wie ich, jetzt auch noch das gleiche Gehäuse. Man kann sich halt an einer Stelle in die Stacheln fallen lassen und dann durchgehen. Cool, das probiere ich mal, das sowas ähnliches. Kenne ich aus Indien, das probiere ich mal. Sowas ähnliches kenne ich aus Indien, auch so ein Satz.
Macht ihr beiden noch was beruflich neben dem Ganzen? Ich bin tatsächlich Student. Und Mata schreibt gerade ihre Masterarbeit. Ist aber kein Student. Nee, natürlich. Sonst macht das wenig Sinn. Song. So, jetzt beginnt mein Lieblingsabschnitt, was? Also Leute, kurz Konzentration. Was studiert ihr denn? Inkbum, ich studiere Geschichte und Informatik an der Uni Bielefeld. Und Mata studiert, wie heißt das? Medienwissenschaften. Ich vergesse die genaue Bezeichnung immer. Sag dann irgendwas mit Medien. Unser Hauptproblem ist eigentlich, ich weiß gar nicht, was unser Hauptproblem ist. Was ist eigentlich schlimmer, der Hund oder der Typ mit Knarre? Besorgter Bürger mit Schrotflinte. Ich weiß es nicht. Mata ist Ghostwriter und schreibt Masterarbeiten für andere. Nein. Ich glaube darauf, das ist so der Beruf von allen Berufen auf der Welt, auf den sie am wenigsten Lust hätte. Meisterarbeit. Na! Nein. Schade. Das war, ich bin tot durch Safe Crystal. Das ist mir im LP, glaube ich, nicht passiert bisher. Marco singt ein Lied. An manchen Tagen will man fragen, ob ich Lieder singen kann. Lalala, ich sing besser kein Lied. Och Mann, nur weil ich gesungen hab. Stampfen die da rum. Nur weil ich gesungen hab. Was soll denn das? Oh, seht mal, wir haben Leben. Eher direkt so, ich hab nichts gesehen. Nein, es geht nicht. Es finden Diskussionen statt über durch die Flammenexplosion. Ah. Verstehe ich gar nicht, Petruschka, gerade. Sing ein Lied aus Conan. 100 Jahre gehen vorbei. Doch jetzt ist es soweit. Sie wollten mich singen gehen, sehen. Und jetzt laufen alle weg. Lol. Ich werde nicht singen. www.speicherkristalle fast wie neu.de. Ach, ich weiß ja nicht. Glaub trotzdem leider nicht, dass wir heute durchkommen. Ach, das sage ich doch schon seit einer halben Stunde. Sing ein Lied aus Conan der Barbar. Tanze. Freta, ich habe keine Hose an. Ich habe erstaunlich wenig Lust zu tanzen. Wir werden Sieger sein, wir haben's drauf, wir gehen durch dich und dünn, wir geben nie auf. Ich hab nur vorgesungen, vorgelesen. Wir haben volles Leben, cool. Also voll im Sinne von, wir haben nicht mehr Schaden genommen, als wir mussten gerade. Für 1-2 Sekunden. Ja, Eod, hast du eine Hose an?
kommt der große Moment, wo alle brüllen, ja, ich habe auch keine Hose an. Nein, sowas gibt es nur im Film. In welchem eigentlich? Egal. Digimon-Theme. Oh. Wie geht das nochmal? Achso. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Eod hat eine Hose an, das stimmt doch überhaupt nicht. Beweise es. Nein, tu es nicht. So. Also, jetzt wird's schwierig. Nee, eigentlich einfach. Wird das gleich schwierig. Einer hat sogar zwei Hosen an, angeblich. In Wahrheit bestimmt nur eine halbe. Sag's dir. Kenne Leute wie ihn. Bin seit 40 Jahren auf diesem Gebiet tätig. Niemand hat hier mehr als eine halbe Hose an. Selbst die Hose hat nur eine halbe Hose an. Und die halbe Hose der Hose, die hat auch nur eine halbe Hose an. Hose, Hose, Hose. Was? Nein. Ohne Hose Stream. Nein. Einfach nur nein. Wenn deine Boxershorts als Hose zählt, habe ich keine Hose an. Wenn eine Boxershorts als Hose zählt, habe ich eine Hose an. Wie schön es wäre, jetzt nochmal speichern zu können. Ach, Eod, du bist ja herzallerliebst. Okay, wir sind an der Stelle. Das war nix. Das habe ich verkackt. Das mit dem Rollen geht wohl in Tomb Raider 3 nicht mehr so gut wie in 2. Kann mir jemand sagen, was, wie viele Gegner danach noch kommen? Also, klar, einer, wenn es 2 sind. Aber welcher ist das dann? Immerhin ist der Hund tot. Ja, den Hund instant töten geht. Es bringt mir nur nicht so viel. Eigentlich... keiner mehr, tatsächlich. Oh Mann, die einzigen zwei Gegner, Hund und Typ. Wir werden ja wohl Typ und Hund besiegen. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Harpunenschüsse der Typ aushält. So, jetzt lädt sie nach. Wir haben also 4 Instant Shots auf ihn. Danach eine Leiter hoch und Ende. Boah, wie bitter das alles ist. So, hier soll Uzi-Munition sein. Ja, da. Tatsache. Okay, wir haben Uzi-Munition. Ja. Ich frage mich nur, ob ich sie brauche. Was war das? Deswegen die 4 Minuten Gameplay auf einen neuen Stream verschieben wäre dämlich. Ja, Eod, ich verstehe es jetzt auch. Das wird nicht passieren. Wenn wir auch überziehen müssen. Aber wir machen es. Wir setzen dem ein Ende. Heute ist aus. Ich werde dieses Spiel nicht mehr starten. Ich weiß, jetzt sei ruhig. Ich muss mich beeilen.
Ja, klar, Uzi ist besser als MP5. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob vielleicht die beste Wahl das Harpunengewehr ist. Jetzt dreht er völlig durch. Nein, so absurd ist das gar nicht. Wo ist der Typ? Bevor ich aus dem Wasser komme. Leute! Leute! Das Harpunengewehr! Das Harpunengewehr! Das Harpunengewehr! Von allen Waffen, das Harpunengewehr! Jeder Schuss, den ich gesammelt habe! Jeder Schuss, den ich gesammelt habe! Und jetzt ist da noch dieser Hund. Ich probier's auch mal bei ihm. Wobei, er braucht nur einen Shotgun-Schuss. Nur wenn er uns jetzt beißt, wäre das so scheiße. Ich probier's mal mit dem Harpunengewehr. Kaum bin ich da, killt Marco jemand mit der Harpune. Ja, Achim, das lag nur an dir. Ich dachte, das bist du. Na, Hundilein? Ach, so kriege ich ihn nicht. Also, es wird offenbar die Schrotflinte für den Hund. Er hat sich nicht benommen. Kriegt die Schrotflinte. So, rüste die scheiß Flinte aus. Okay, Leute, wir müssen schnell sein. Wir sind tot. Unglaublich. Naja. Das mit dem Harpunengewehr ist auf jeden Fall der erste Teil der Taktik, offenkundig. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Naja, wir kriegen es jetzt hin. Wie halt einfach nur der Chat zutiefst, in tiefster Trauer schwelgt. Das können wir noch unseren Enkeln erzählen, ja. Win des Jahrhunderts plus Fail des Jahrhunderts in circa 2 Minuten. Ach, scheiße. Sag mal, dein Handy, ne? Will das die Substanz des Gebäudes, will das das Gebäude zum Einsturz bringen, oder legt das nicht auf eine Brücke, die kippt? Ach man, ich hab so verdingst, ne? Verdingst. Verschinkt. Ich habe den sicheren Sieg verschinkt. Sicherer versiegter Schinken ist sinken. Wie gesagt, du kannst beim Hund auch an der Wasseroberfläche schwimmen, das sollte präziser sein. Dankeschön, Petruschka. Wie gesagt, Uzi-Munition werde ich wohl nicht brauchen. Das machen wir jetzt. Wir ziehen es jetzt durch. Wir machen es jetzt einmal. Clean and simple. Simple and clean is... Ach, da sind die Gegner. Nee, sind die nicht. The way that you're making me feel tonight. Okay. Die Harpune hat halt 2 Nachteile, ne? 2 Nachteile? Wie viel ist 2? Ich meine, welche 2 Nachteile? So, ich schieß das, weil es ist ein lustiger Funfact. Lara lädt das Harpunengewehr in meinen 4er-Schritten auf. Sie lädt nach bei 16, 12, 8 und 4. Bei 0 nicht so. Okay. Der Typ von hier aus, wie letztes Mal. Typ, wo bist du? Jetzt kommt der nicht raus. Ich habe gerade keine Luft gleich, dann
auch mal. Hey Typ, komm her. Typ? Okay, der Typ ist tot. Für einen Hund habe ich keine Harpunen mehr. Dann war's das schon wieder, oder? Der Hund weiß leider genau, wo er warten muss. Ach, scheiße! Okay, wir haben noch 17 Minuten Zeit für dieses Level. Bring an die Leiter und ignoriere den Hund. Das geht nicht, der hat Hunger. Geh mal raus und spring sofort wieder ins Wasser. Okay, ich werde das mal probieren. Stimmt, dann dürfte der Hund sich von dem Becken, in dem ich bin, entfernen. Schneller, Marco. Ja, ich beeile mich, Sayuri. Ich finde es voll doof, dass die Streams immer so kurz gehen. Mann, wir sind in Stunde 7. Was ist dein Problem, Junge? Schinkenstein. Ich werd's heute schaffen, Menzi. Geh mal raus, spring sofort wieder ins Wasser, also mit gezogener Waffe und schieß dann. Ja, klar. Ich versteh. Ja, ich hab jetzt auch die Uzi-Muni dabei. Mach denselben Fehler immer wieder. Ölli Mülli. Wir kriegen das hin, Leute. Stream läuft ab 17 Uhr. Also im Grunde genommen 7 Stunden. Gar nicht sehen. Ja, lösch das mal aus dem Archiv. Was wird das denn für ein riesenlanger Part? Das werden etwa 30. Kleine Parts. Ich lade das ja immer in 5 Sekunden Parts seit neuestem hoch. Nein. Typ. Möchte auf sie ballern. Wo sind sie? So, jetzt kann ich wieder auf den Typen ballern. Keine Muni verschwenden. Okay, das mit dem Harpune aus dem Wasser scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Also, damit meine ich nicht zuverlässig genug. Wenn wir Pech haben, müssen wir wirklich noch in die Antarktis zurück. Weiß einer, was in dem Raum mit dem Schlüsselloch hinter den Gittern liegt? War vermutlich der Fehler. Minuten. Ich sag euch, wie es laufen wird. Nach 14 hab ich's. Ich bin ein Zuschauer, darum schaue ich zu. Okay, es wirkt ziemlich random.
Aber finde ich cool. Zuschauerleins sollten Zuschauerleinen. Guck mal, ob der Hund an die linke Seite des Beckens geht. Dann steig auf der rechten aus dem Wasser, spring schnell an die Leiter. Nein, wir spielen Tomb Raider Anniversary dann das nächste Mal am Donnerstag. Genau, am Donnerstag. Oder das erste Mal, besser gesagt. Der Endboss war kein Klacks, aber der Hund. Stimmt, der Hund ist einfach mal... Der Hund ist einfach mal stärker als der Endboss. Also ein größeres Problem für mich. Ach, Markulein, sei starker und leide. Dankeschön, Sayuri. Der Hund ist der wahre Endboss, der Drahtzieher hinter allem. Dieser Hund, ey. Okay. Keine Ahnung, was die letzten beiden Versuche falsch war. So. Hi, danke, Sir. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Wenn ich es bis 0 Uhr nicht habe, dann kann ich auch Pause machen. Ja. Dann probieren wir es am Donnerstag. Oder was meinst du mit Pause machen? 10 Minuten? Oder? Nee, ich meine schon, dann eine Pause verdient hast. Ach so. Nach 4 Tagen. Ja, irgendwie schon. Naja. Konzentration und guck nicht auf den Chat. Warum konnte ich das vorlesen? Die Idee war gut, aber die Schrotflinte war zu kurz. Nein, Eod, ich will kein extra Safe. Scheiße! Oh, warte. Man kann... Fairer Deal. Ist ein fairer Deal. Oh. Mit der Methode muss man halt den Stampfer zweimal machen. Ich glaube, das ist irgendwie scheiße. Bist du einen extra Safe kaufen? Das soll ein fairer Deal sein. Oh Mann, warum habe ich mich auf das alles hier eingelassen? Ich werde wirklich versuchen, es noch zu schaffen. Marco ist kein guter Händler. Ach komm. Das war ein Flare Death. Ich bin halt wirklich nur deshalb gestorben, weil sie in der Sekunde natürlich die Fackel wegwerfen musste und sich nicht festhalten konnte.
Fairer Deal. Cool. Der Name ist eigentlich gar nicht so doof. Nur wenn man weiß, woher er kommt. Darf man auch andere Spiele als TR erwarten, wenn du alleine streamst? Ja, ich habe auch schon viele andere Spiele als TR alleine gestreamt. Zum Beispiel Morrowind, Oblivion, Morrowind, Skyrim. Nein, Morrowind, Skyrim und Morrowind. Es soll sich doch nur noch mehr anhören. Komm schon. Und Resident Evil, natürlich. Wieso habe ich Resident Evil vergessen? Ach ja, weil ich scheiße war. Aber ja, Resident Evil im Grunde genommen auch. Und das hier ist ja auch sowas mit Evil Resident und so. Warum hat diese Kirche sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum ein Wachmann mit Hund im Keller einer Kirche ist. Okay, Leute. Tu mal so, als hätten wir irgendwas erreicht. Lol. Da ist es. Harpunen. Konzentration, nur ganz kurz. Die zu triggern. Okay, die sind getriggert. Es hat keine Harpune getroffen. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug für ihn. Das war's. Bin tot. Ja, mit den Harpunen scheint man den nicht wirklich treffen zu können. Also, beziehungsweise er hat dazugelernt. So doof sich das auch anhört. Live-Patch, genau. Es war übrigens nicht ernst gemeint mit dem dazugelernt. 5 Minuten noch, Endspurt. Ja, im Grunde genommen ist das hier der letzte Versuch. Warum schwimmen im Keller der Kirche, wo alles überflutet ist, Mumien rum? Das ist echt eine Frage. Die kann man nur in Tomb Raider stellen. Vergiss nicht diesen komischen Raum hier. Was ist das für eine Kirche? Du weißt nicht, wo das Pikachu ist? Das Pikachu ist weg? Es ist weggelaufen. Es hat sich versteckt. Oh nein. Pikachu hatte Angst vor irgendwas.
So sehen Kirchen in Paris aus. Wir sind allerdings in Prag. London. London, wir sind in London. Prag. Okay. Ist im Grunde genommen der letzte Versuch, den ich machen kann. Muss man auch erstmal wissen. Junge, ich hab nicht ewig Zeit. Ich hab nicht ewig Zeit. Jetzt ist es auch egal. Okay, okay, hoch. Alter, Alter, Alter! 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 Wie viel ist 58? 58? 58? Ich soll jetzt nur noch die Leiter hoch, meinte jemand. Konzentration. Jetzt kriechen wir nämlich in Altwitsch rein, sozusagen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe doch gesagt, wir spielen das Spiel heute durch. Und damit 2 Minuten vor 12 geschafft. Damit beende ich die Aufnahme. Tschüss, Zuschauer der Aufnahme.